hinlaufen. Na? Es regnet, es regnet. Da komme ich natürlich. Die Erde wird nass. Ist ja richtig heute was los hier. Stehen sie auch? Schon Regen haben sie. Gleich Angst. Oh Mais, ohne Scheiß. Was gibt's, Hexer? Ich muss auf den Friedhof. Könntet ihr mir einen Pass für den Friedhof besorgen? Könnt ihr mir einen Pass für den Friedhof besorgen? Ihr beschuldigt mich? Und dann wollt ihr meine Hilfe? Betrachtet es als eine Möglichkeit, eure Unschuld zu beweisen. Haut bloß ab! Beruhigt euch. Ich werde euch nicht bei euren privaten Nachforschungen helfen. Es kommt nur Mist dabei raus. Bis dann. Toll. Okay, Vincent Mais will nicht. So, ich kann jetzt zu Tala gehen. Geh mit zu Tala. St. Majoran? Nein. Lagerhaus? Nein. Krankenhausgarten? Nein. Wo war denn der Tala? Das wäre Kalkstein. Zu Königsschloss. Spani. Händlerviertel. Dienstposten. Stadtkerker. Ah. Scheiße. So. Muss ich doch mal in die Quest gucken. Anatomie. Alles ist bereit. Wir beginnen um Mitternacht im Krankenhaus. Ich bin aber noch gar nicht gerade bereit. Oh. Hildegard bat mich um. Ja, okay. Totengräber sagt, dass ich auf dem Friedhofsinteresse Hinweise finden könnte. Ich benötige nur die Erlaubnis, ihn zu betreten. Ich werde jemanden fragen, der Kontakt zur Stadtwache hat. Oder ich löse die Schulden des Totengräbers bei Tala. Jetzt können wir nochmal bei der Stadtwache gucken. Vielleicht ist ja, macht er hier unten. Ah ne, der will ja Fistech dann haben. War Tala nicht direkt nebenan? Guck mal hier. Das ist gar nicht. Leiterschrank, Fass, Geierschrank. Wie man hört. Wir gehen einfach in irgendwelche Häuser rein. Gut. Ich dachte immer so aus reinem Zufall mal einfach mal ein bisschen Glück haben, aber wohl nicht so heute. So. Elfen, Junge. Aber warte mal, ist der nicht vielleicht auf dem Händlerviertel? Sind wir nicht hier? Eventuell ist Tala ja hier vorne irgendwo. Antikar. Tür. Reisender. Reuterkundler. Scheiße, wo war denn der jetzt, ey? Muss doch irgendwo hier gewesen sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles wird nass. Meinetwegen können die ganze Stadt ertrinken. Hilfst du, wie weit ist aus? Armes Mädchen? Hallo, Fremder. Hallo. Seid gegrüßt. Ich hörte, dass Rivien von einer weisen und starken Königin regiert wird. Sie war einst eine Schönheit, jedoch wurde sie im Krieg verwundet. Jetzt ist ihr Gesicht vernarbt. Ihr seid sehr weltgewandt. Moderne Frauen müssen sich in der Welt auskennen. Unbedingt. Was würdet ihr gern wissen? Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Gibt es Neuigkeiten aus dem Anderlingsdistrikt? Ja, aber ein Problem. Ich habe ein Problem. Eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Ihr habt ein bezauberndes Lächeln. Das ist sehr freundlich, aber ihr habt ein Problem erwähnt. Habt ihr Neuigkeiten über die Hexer in dieser Stadt gehört? Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört?
Ja. Angeblich soll es der weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan haben. Er mag alle Frauen magische Fähigkeiten hin oder her. Ihr wisst gar nicht, wovon ihr da redet. Erzählt mir von etwas anderem. Er mag alle Frauen. Magische Fähigkeiten hin oder her. Der Barde Rittersporn behauptet etwas anderes. Oh. Was sagt Rittersporn denn? Rittersporn ist selbst ein Schürzenjäger. Rittersporn ist selbst ein Schürzenjäger. Oh ja. Ich mag Gossenklatsch nicht. Was würdet ihr gern wissen? Gibt es Neuigkeiten? Okay, das hatten wir ja schon. Gibt es Neuigkeiten aus dem Anderling-Distrikt? Ich interessiere mich nicht für solche Dinge. Lebt wohl. Okay. Wie ist da? Echt schwarz. Ach, egal. Ich habe keine Ahnung. Warten wir einfach bis zum Abend. Ich weiß gar nicht, ob ich hier warten kann oder ob ich wieder irgendwo anders hin muss. Kann ich hier warten? Hier ist ein Feuer und ich kann ja nicht warten. Das ist so gemein. Shani. Shani ist gar nicht hier. Toll. Also, Mitternacht. Feuerstelle. Ein Lagerfeuer haben wir hier. Oha. Muss ich schon wieder da hinten. Mimi. Na, Carmen. Vielleicht sollte ich jemanden aus. Mitternacht. Du denn? Ein Riese? Auf jeden Fall bist du echt groß. So. Da ist die Shani. Gut. Shani. Bereit für die Autopsie? Fangen wir an. Ich hab nix drauf, aber scheiß drauf. Mensch, Geschlecht männlich, Verletzungen schwer. Shani, das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Ein Werwolf könnte ihm ein Mensch diese Verletzung zugefügt haben. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer 2 Finger breiten Klinge. Dolch eines Meuchlers, Bockfleisches Männer. Da stimmt was nicht. Sein Kopf ist in einer unnatürlichen Haltung, die Hände verdreht. Äußerliche Zeichen sind nicht alles. Sein Nacken und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Da stimmt was nicht. Sein Kopf ist in einer unnatürlichen Haltung. Die Hände verdreht. Das kann man nicht mit den Verletzungen erklären. Eine Art von Anfall? Kein Hinweis auf andere Symptome.
Vielleicht Gift. Aber warum sollte jemand dann noch auf ihn einstechen? Wir werden sehen. Untersuchen wir seine inneren Organe. Er wurde also nicht mit einer Waffe getötet. Was jetzt? Schauen wir uns die Lunge an. Schauen wir uns die Lunge an. Wie ich vermutete, die Stichwunden waren nicht die Todesursache. Sehen wir uns das Herz an, die Leber. Sehen wir uns das Herz an. Die Klinge hat die Aorta durchtrennt, aber die inneren Blutungen sind geringfügig. Also hat das Herz schon vorher nicht mehr geschlagen? Genau. Jemand hat auf einen Toten eingestochen. Untersucht die Leber. Ausgeprägte Zirrhose. Ein starkes Gift wirkte auf das Nervensystem ein. Dieses Gift ist praktisch kaum zu bekommen. Und für einen Alchemisten? Ein begabter Alchemist könnte es beschaffen. Ich brauche einen Beweis. Alchemistische Gifte bewirken gewisse Veränderungen. Na, so wie bei dir, Geralt. Wie ihr seht, hat man die Zunge stümperhaft entfernt. Es wurde jedoch ein wenig schwarzes Gewebe übersehen. Schwarzes Gewebe? Ja, das Gift verursachte eine Nekrose der Zunge. Darum hat der Mörder sie entfernt. Also können wir davon ausgehen, dass der Mörder ein begabter Alchemist ist. Ein begabter Alchemist und ein stümperhafter Chirurg. Kalkstein. Er wollte den Banditen die Schuld in die Schuhe schieben, rechnete aber nicht mit einer professionellen Autopsie. Danke. Das ist der Beweis, den ich brauchte. Gut, ich bin erschöpft. Gehen wir mal Kalkstein besuchen. Kalkstein ist schuldig, ich muss ihn unter Druck setzen. Ein alter Freund, Shani, war sehr hilfreich, ich sollte sie eines Tages besuchen. Ich besuche sie ja gerne, aber irgendwie läuft da nichts, Geralt. Irgendwie läuft da nichts. Kalkstein sah aus. Gar nicht. Oh, wo ist denn der Mörder? Ich werde euch töten. Hui. Den habe ich den Kopf abgeschnitten. Grüß dich. Ah, jetzt kann ich aber neu warten. Genau. Eckstein. Gucken, was Kalki so sagt. Hey, Kalki. Bist ein Killer. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich hatte geargwöhnt, dass ihr mit Jahwe zusammenarbeitet. Ich bin wegen der Anzeige hier. Noch nicht. Naja, bla 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 bla. So, komm her. Steh doch mal auf da. So. Oh. Ich hatte geargwöhnt, dass ihr mit Jahwe zusammenarbeitet. Ihr... haltet mich für den Anführer der Salamandra! Ich lach mich tot! Ich bin ganz sicher, mit dieser Maske des Gelehrten haltet ihr für mich nicht für Narren. Ich bin ganz sicher, mit dieser Maske des Gelehrten haltet ihr mich nicht zum Narren. Ihr seid ein Narr, Geralt! Verdächtiger Kalkstein, ich sollte Kalkstein im Auge behalten. Toll. Ihr habt mich beleidigt, Hexer! Toll. So, gehen wir das Gespenst machen. Wir jetzt einmal noch durch die Walachei hier laufen wieder. Meuchelnder Möchle!